Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute kommen wir zu einem Thema, das ihr euch gewünscht habt und das auch relevant war, vor allem in den letzten Wochen auf diesem Kanal, als es um Ganzkörpertraining ging oder auch um Zweiersplit bzw. mehrmals die Woche den Körper trainieren. Und wir werden heute zusammen mal einen Trainingsplan für Ganzkörpertraining machen, der natürlich berücksichtigt, dass man jetzt mehrmals die Woche die Muskeln trainiert. Wie ich das Ganze angehen würde und warum ich das mache, werdet ihr hier erfahren. Wir werden ihn zusammenbasteln und dann werde ich einfach mal laut denken und ihr erfahrt, wie ich das aus Trainersicht sehe und könnt ihn dann auch nachbasteln, direkt übernehmen, wie auch immer ihr es wollt. Seht aber mal, was man alles einfließen lassen kann, welche Gedanken in diese Planung. Das ist auch eine direkte Antwort auf den Kommentar von Alvin Gensch. Also Alvin, wenn du das hier siehst, das hier ist ein Video, das durch deinen Kommentar unter anderem zustande kam. Wir fangen direkt einmal an mit ein paar Grundvoraussetzungen. Und zwar eine Grundvoraussetzung ist beim Ganzkörpertraining wie auch beim Zweiersplit, dass das natürlich ein Training ist, das mehrmals die Woche den Muskel trainiert. Im Gegensatz zu einem Dreiersplit oder Vierersplit reizen wir hier den Muskel öfters, dafür aber nicht ganz so intensiv und ausgiebig. Also bei einem Vierersplit zum Beispiel würdet ihr einmal die Woche den Rücken trainieren, weil ihr insgesamt nur viermal in dieser Woche trainiert. Wir gehen nicht davon aus, dass man hintereinander immer wieder trainiert. Und dafür hättet ihr ein großes Volumen, viele Übungen. Das ist nicht der Fall, wenn ihr ein Ganzkörpertraining macht. Da könnt ihr keine fünf Übungen für den Rücken reinhauen, denn auch beim Ganzkörper solltet ihr jetzt nicht fünf Stunden im Fitnessstudio sein. Und es macht gar keinen Sinn, wenn ihr dann am Montag oder wann auch immer einmal die Woche einen Ganzkörper trainiert und dann wieder eine Woche wartet. Der Körper wäre völlig überlastet, ihr könnt gar nicht alle Muskeln genug reizen und der letzte Muskel, der in der fünften Stunde trainiert wird, kriegt nicht so einen guten Reiz ab und so viel Konzentration wie der Muskel ganz zu Anfang. Macht also gar keinen Sinn. Deswegen heißt es bei Ganzkörper, man trainiert den Muskel dafür mehrmals die Woche in kleineren Etappen. Man teilt eigentlich das, was man im Dreier- oder Vierersplit hat, einfach auf und verteilt es auf mehrere Tage. Das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, denn das geht auch bis in die Übungen und Satzzahlen hinein. Einer der großen Probleme und Kritiken an einem Ganzkörperplan, deswegen gerade für Fortgeschrittene, wozu ich mich ja auch zähle, ist dann natürlich immer wieder, dass man einen Muskel nicht so komplex trainieren kann bei dem Ganzkörper. Beispielsweise der Rücken. Wir sagen zwar immer, es gibt sechs Muskelgruppen, Bizeps, Trizeps, Schultern, Rücken, Beine und Brust als die großen Muskelgruppen, aber eigentlich ist das eine ziemlich blödsinnige Aufteilung. Den Rücken zu vergleichen mit dem Bizeps, diesen kleinen Muskel, mit dem komplexen, riesigen Muskelgruppe des Rückens, der aus so viel Einzelmuskulaturen besteht, die in so viele Richtungen kontrahieren, macht keinen Sinn. Genauso wie, dass wir sagen Beine. Beine, dann können wir auch sagen Arme, aber eigentlich gehört dazu die Unterscheidung von Beinbizeps und natürlich auch dann den Quadrizeps oder die Waden. Das ist alles ein Riesenunterschied. Und deswegen käme natürlich der Rücken gar nicht als sehr komplexe Muskulatur, die aus vielen einzelnen Muskelsträngen besteht, gar nicht so sehr zur Geltung bei dem Training. Denn wir können nur zwei Übungen machen, müssen uns jetzt entscheiden, machen wir Latissimus zum Getränk, gehen wir auf den oberen Rücken, gehen wir eher innen oder außen vor und damit kann man ihn in der Komplexität gar nicht so trainieren. Das stört Leute wie mich ganz besonders. Dem schafft man aber Abhilfe, indem man jetzt einfach die Komplexität eines Trainings auf mehrere verteilt. Das werden wir gleich sehen. Das ist auch ganz wichtig hierbei zu beachten. Dann gibt es diese Qual der Wahl nämlich nicht mehr. Und dazu habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Wir sehen hier zusammen einen Blanko-Trainingsplan, wo ich jetzt alles eintragen werde, und zwar mit euch zusammen. Ihr seht hier den Platz für die einzelnen Trainingstage. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir dreimal die Woche einen Ganzkörper trainieren. Das heißt zum Beispiel montags, mittwochs, freitags und dann zwei Tage frei haben. Natürlich könnt ihr auch on-off, on-off, on-off trainieren und dann arrhythmisch der Woche gegenüber. Dazwischen werde ich, das sind hier die Tage, dazwischen werde ich die Satzzahlen eintragen und hier die Muskelgruppen. Zunächst einmal machen wir jetzt eine Aufteilung der Muskelgruppen. Da gibt es auch schon was zu beachten. Wir fangen mal an mit dem Rücken, weil ich den Rücken liebe und dem immer eine Priorität gebe. Danach trainieren wir die Brust, weil es einfach ein geiler Muskel ist. Und danach die Beine. Danach kommen noch die Schultern, Bizeps und Trizeps. Ich habe jetzt ganz bewusst hier, seht ihr, immer zwei Reihen freigelassen und hier nur eine.
Das ist die Unterteilung von den großen Muskelgruppen, die wir schon etwas komplexer trainieren, und den kleinen, die bereits schon in den großen drin sind. Bizeps im Rücken, Trizeps in der Brust, Schultern in beiden sogar mehr oder weniger drin, vor allem in der Brust. Das bedeutet, für den Bizeps haben wir eigentlich 3 Sätze durch die Rückenübung in den meisten Fällen, außer wir machen irgendwelche Isolationsübungen. Und dadurch denkt nicht, er kommt zu kurz. Deswegen machen wir für den Bizeps nur eine Übung und für die großen Muskelgruppen zum Beispiel jeweils 2 Übungen. Die werden etwas komplexer trainiert. Das habe ich hier zum einen berücksichtigt. Das andere ist die Reihenfolge. Da wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Ich habe jetzt diese Reihenfolge festgelegt. Was ihr machen könnt und was durchaus Sinn macht, ist, wenn ihr 3-mal die Woche den Ganzkörperplan trainiert, dass ihr dann unterschiedliche Prioritäten einräumt. Wenn ihr immer nur in der Reihenfolge trainiert, geht davon aus, dass mit der maximalen Konzentration und Energie, die ihr am Anfang des Trainings habt, den Rücken sehr gut trainiert und einen Reiz setzt. Der Trizeps kommt recht kurz, obwohl er bei Brust schon dabei war. Aber auch die Beine stecken immer hinter dem Rücken zurück. Das kann passieren und deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel an dem einen Tag, Beispiel Montag oder Tag 1, diese Reihenfolge habt. An Tag 2 wechselt ihr die einmal durch. Da kommt dann nicht Rücken, Brust, Beine, sondern Brust, Beine, Rücken. Und am dritten Tag Beine, Rücken, Brust. Könnt ihr so machen, könnt allerdings auch nach einem anderen Prioritätstraining handeln. Nämlich, wenn ihr wisst, die Brust ist super, der Rücken nicht so toll, dann setzt den Rücken gerne immer voran. Oder wenn ihr wisst, eure Beine hängen ganz weit hinterher, was dürfte ja bei den meisten von euch sein, oder? Dann setzt den gerne immer wieder voran. Aber ihr seht, es gibt 2 Prinzipien. Das eine ist das Durchwechseln, das andere ist natürlich ein Prioritätsprinzip. Das ist jetzt hier berücksichtigt. Was wir jetzt machen, ist eine ganz tolle Sache. Schreibt mal in einer anderen Tabelle, die seht ihr hier unten, all eure Übungen, die ihr benutzen wollt, rein. Eure Lieblingsübungen, die ihr am liebsten macht, die ihr für die effizientesten haltet, wo ihr wirklich merkt, die bringt am meisten, wenn ihr das schon erfahren habt. Oder auch natürlich, limitierender Faktor, die Übungen, die ihr überhaupt alle machen könnt. Weil manche haben gar nicht so viele Übungen im Studio oder in ihrem Heimstudio oder was auch immer zur Verfügung. Schreibt die alle auf, beachtet aber hierbei bitte eine Sache, nicht einseitig. Zum Rücken, beim Rücken zum Beispiel, selbst wenn ihr gerne die Latissimus-Übung macht und das eure Lieblingsübungen sind, ich möchte hier nicht hinterher 6 Latissimus-Übungen sehen, sondern schon die Vielseitigkeit. Ruderübungen müssen dabei sein, Latissimus-Übungen müssen dabei sein, sowas wie Kreuzheben, vielleicht eine Isolationsübung, macht schon mehrere rein. Bei der Brust genau das Gleiche. Nicht Bankdrücken mit Kurzhanteln, Bankdrücken mit Langhantel, Bankdrücken an der Maschine und so weiter und Bankdrücken an der Multipresse. Ihr sollt Schrägbank, Negativbank und so weiter drin haben. Ihr findet in der Infobox eine ganze Menge Videos, die noch ein bisschen mehr auf das Thema eingehen. Übungsauswahl, Trainingsplangestaltung, aber dazu können auch noch mehr Videos kommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn noch Fragen dazu sind oder Anregungen für weitere Videos. Denn wir können natürlich hier nicht alles behandeln. Das Video wird wahrscheinlich eh schon wieder viel zu lang. Darüber könnte man 1 Stunde, 2, 3 Videos machen. Also, hier habe ich jetzt mal alle Übungen aufgeschrieben. Schulterübungen, Bizepsübungen, Trizepsübungen, die ich mag, die ich zur Verfügung habe, die unterschiedlich genug sind. Und es können auch gerne mehr sein. Es können auch gerne 10 Rückenübungen sein. Was wir jetzt machen ist, wir setzen die Übungen von hier da oben rein. Und wie wir das machen und warum ich es so mache, das zeige ich euch jetzt. Also, wir haben hier Tag 1, Rücken. Ich möchte jetzt anfangen mit einer klassischen Übung für den Rücken, vor allem für den Latissimus, damit es in die Breite geht, und nehme die Klimmzüge rein. Und jetzt geht es schon los, jetzt wird es schon ein bisschen strategischer. Wenn ich einmal Klimmzüge habe, breit zur Brust gezogen und mich da hochziehe, dann habe ich bereits vor allem für den unteren Teil des Rückens, den Latissimus, etwas gemacht und ich habe sehr breit gegriffen. Deswegen möchte ich jetzt als zweite Übung eine, wo ich eng greife und natürlich nicht wieder den Latissimus, sondern mehr so den allgemeinen Rücken und den inneren Teil. Das kann ich ganz gut machen, indem ich zum Beispiel Rudern eng reinbringe. Das heißt, am Kabel sitzend und dann eng rudere. Jetzt habe ich einen guten Ausgleich geschaffen und damit was gemacht. Natürlich für den Rücken bei weitem nicht genug, aber das kommt an den anderen Tagen. Denkt dran, wir teilen es auf. Bei einem Dreier-Split wäre das natürlich hier viel zu wenig und einseitig. Bei der Brust machen wir erstmal die Königsdisziplin voran. Wir haben 2 Tage frei gehabt, jetzt können wir richtig Gas geben da. Bankdrücken. Jetzt möchte ich noch eine Schrägbank-Variante da drin haben und eine Isolationsübung, die ich vorher nicht hatte. Also guter Ausgleich und gute Ergänzung, Schrägbank am Kabel. Jetzt habe ich eine Isolationsübung und eine Grundübung und ich habe 2 verschiedene Einstellungen für die Brust. Den oberen Teil und die gesamte Brust mehr oder weniger und den mittleren Teil damit. Mehr, gerade zum Brusttraining,
Oben in der Infobox seht ihr das Video, kann ich nur empfehlen, die Top 5 Brustübungen. Bei den Beinen fangen wir auch hier mal schwer an. Wir sind ausgeruht. Ausfallschritte mit der Langhantel, brutale Übung. Und jetzt als Isolationsübung setze ich noch Beinstrecken hinterher, um den Quadrizeps vorne noch ein bisschen zu betonen. Gerade Ausfallschritte gehen sehr auf den hinteren Teil und auf den Hintern. Und dann power ich das noch ein bisschen mit Beinstrecken aus. Schultern. Ich habe bereits bei der Brust Bankdrücken drin gehabt. Das ist für den vorderen Delta schon krass. Und wir wollen bei der Schulter natürlich vor allem den runden Kopf trainieren. Seitheben mit den Kurzhanteln. Klassische Übung, muss rein, es muss seitgehoben werden. Bizeps. Auch hier gehen wir wieder auf eine Grundübung. Machen wir noch SZ-Curls rein. Und beim Trizeps, ich liebe diese Übung, Seildrücken. Jetzt haben wir den ersten Trainingstag zusammen und ihr habt schon gemerkt, wie wir diesen gestalten. Jetzt wird es noch ein bisschen komplexer, weil wir auch einberechnen, was wir schon vorher trainiert haben. Wir haben jetzt einen Tag Pause und zu den Satzzahlen kommen wir später, machen jetzt den zweiten Trainingstag. Wieder der Rücken. Was mache ich jetzt hier zuerst? Diesmal fange ich nicht mit dem Latissimus an, weil das habe ich beim letzten Mal schon. Jetzt möchte ich mehr Priorität auf den ganzen Rücken setzen. Also ich möchte eine der Ruderübungen haben. Und da nehme ich jetzt Rudern an der Maschine, eng. Einarmige Variante geht auch, das enge Ziehen. Das ist eine ordentliche Grundübung für den ganzen Rücken. Und als zweites, holen wir mal den Latissimus, der ist ja auch ein bisschen beim Rudern drin, Kreuzheben. Sollte immer irgendwo drin sein, trainiert den ganzen Rücken, auch Rackpulls natürlich sehr gerne, beim Bodybuilding wahrscheinlich sogar sinnvoller. Hier habe ich jetzt einen sehr guten Ausgleich geschaffen, auch zu Tag 1. Das heißt, sehr gute Ergänzung hier. Ihr seht, im Gegensatz zu Rudern eng habe ich jetzt hier eine bilaterale Macht. Das heißt, ich ziehe nur mit einer Seite. Auch das ist ein großer Unterschied. Für die Brust mache ich es ähnlich. Beim letzten Mal habe ich Priorität auf den großen Brust, mal auf die mittlere Brust gesetzt. Jetzt setze ich die Priorität mal einfach auf die oberen Teil. Mache das mit Schrägbankdrücken an der Multipresse. Diesmal auch geführt das Ganze. Und danach wieder eine Isolationsübung. Diesmal Flachbank. Fliegende mit freien Hanteln. Auch eine gute Ergänzung. Ihr seht, ein großer Unterschied zu dem ersten. Bei den Beinen nehmen wir jetzt wieder eine Grundübung mit die Beinpresse. Ist ein bisschen entspannter als die Ausfallschritte. Einfach reinsetzen und drücken. Und beim letzten Mal hatten wir den Beinstrecker. Jetzt nehmen wir die Beinbeugen noch dazu und powern die ein bisschen mehr aus. Ja, bei den Schultern machen wir diesmal immer noch Priorität, weil wir hatten ja mit Schrägbank drücken und fliegende, sehr stark wieder den vorderen Delta drin, machen wir Seitheben an der Maschine. Ja, wieder Seitheben. Ganz wichtig sind, der vordere Teil des Deltas ist bei der Brust dabei, der hintere beim Rücken. Den seitlichen ergänzen wir jetzt. Dann Bizeps. Hatten wir beim ersten Mal eine Grundübung, SZ-Curls. Jetzt nehmen wir Schrägbank-Curls. Dadurch gehen wir in die Dehnung, haben eine andere Haltung und können vor allem auch mal die Seiten unabhängig trainieren. Auch dazu in der Infobox ein schönes Video dazu. Aber auch bald kommt der Armbooster, schaut euch das Ganze mal an, da wird noch viel mehr zum Armtraining erklärt. Und beim Trizeps, beim letzten Mal hatten wir Seildrücken mit dem Oberarm dicht am Oberkörper, jetzt machen wir es anders, jetzt machen wir das von oben. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal auf French Press, das heißt im Liegen hochdrücken. Ihr seht, wir haben einen großen, guten Unterschied geschaffen. Und jetzt kommen wir zum Ende der Woche, zu unserem dritten Training, fangen wir wieder mit dem Rücken an. Gehen wir mal wieder auf den Latissimus. Diesmal im Gegensatz zu der ersten Latissimus-Übung bei Klimmzügen machen wir das jetzt an der bilateralen Maschine. Ziehen also unabhängig voneinander und diesmal runter, also Maschine. Und wir nehmen jetzt im Gegensatz zu den beiden engen Ruderübungen, die wir bisher drin hatten, mal ein Rudern breit. Das T-Bar-Rudern breit. Bei der Brust fangen wir diesmal mit Bankdrücken wieder an, aber wir hatten schon zweimal Bankdrücken mit einer Langhantel, wo wir an beiden gedrückt haben. Diesmal machen wir es an der bilateralen Maschine, also auch da wieder unabhängig voneinander. Und weil wir noch nie den unteren Teil der Brust besonders drin hatten, Dips. Ist natürlich auch gleichzeitig eine gute Trizepsübung, dann wird der Trizeps heute mal ein bisschen mehr belastet. Bei den Beinen hören wir auch mit was Krassem auf. Ausfallschritte mit der Kurzhantel. Ist meistens mit leichterem Gewicht verbunden, macht ihr mehr Wiederholung, heißt mehr Schritte, im Gegensatz zu Ausfallschritten mit der Langhantel. Deswegen jetzt am Ende der Woche, gib ihm nochmal, lass mal ordentlich brennen, danach haben wir 2 Tage frei. Und wieder Beinstrecken. Ich habe schon mal gesagt, Ausfallschritte gehen vor allem auf den hinteren Teil der Beine und auf den Gluteus. Jetzt können wir dann noch wieder vorne ein bisschen was machen und dann gibt es Pause. Bei den Schultern haben wir bisher alles auf Seitheben gesetzt. Ja, nett, sinnvoll. Kann man auch beim dritten Mal machen, aber damit wir so ein bisschen die Bewegung zumindest drin haben, des Überkopfdrückens.
und die Bewegung nicht ganz verlernen und ein bisschen Kraft reinbringen, machen wir hier jetzt nochmal zum Schluss Schulterdrücken an der Multipresse. Dann haben wir auch mal eine Überkopfbewegung drin. Wir hatten bei den Armen bisher die Oberarme einmal an der Seite, einmal hinter dem Körper. Jetzt bringen wir sie vor den Körper. Auch dazu Infobox-Video, gibt es mehr dazu. Scott Curls, vorne aufgesetzt, super Ergänzung. Ihr seht, alle drei ergänzen sich super und das wäre ein normaler Tag bei einem Dreier-Split oder Vierer-Split. Wenn ihr da nur den Bizeps einmal die Woche trainiert, wären das die drei Übungen hintereinander und jetzt haben wir sie einfach nur auf drei Tage aufgeteilt. So simpel ist das. Das gleiche machen wir jetzt noch, Seildrücken einarmig für den Trizeps. Und wie ich schon erklärt habe, ihr seht, wenn man das jetzt zusammennimmt, habt ihr eigentlich einen kompletten Rückentag bei einem Vierer-Split. Bei der Brust wäre es ein bisschen übertrieben. Was wir jetzt machen, wenn das unterteilt ist, ist, wir können auch vom Volumen dadurch auf die Einzelnen wieder ein bisschen mehr gehen. Also die Summe muss nicht das gleiche sein, weil an einem normalen Brusttag in einem Dreier- oder Vierer-Split habe ich eigentlich nur drei, maximal vier Übungen drin und 9 bis 12 Sätze. Das sind jetzt natürlich mehr, geht aber auch, weil wir eben dazwischen ein bisschen Pause haben. Also ihr könnt so ein bisschen 20-30% drüber gehen. Jetzt tragen wir noch die Sätze ein. Ich möchte aber, dass das Training trotzdem in 2 Stunden zu vollführen ist. Das bedeutet, wenn ihr jetzt mehr als 20, sagen wir mal 24 Sätze habt, dann dauert das Training viel zu lange und ihr habt auch nicht mehr die Energie. Die meisten von euch. Deswegen will ich 24 Sätze nicht überschreiten. Bei einem richtigen Rückentag, wo ich 5 Übungen für den Rücken mache und dann vielleicht sogar noch Aufwärmübungen bzw. Schwachs drin oder sowas zum Ausbauen, habe ich auch so um die 24 Sätze. Also die 24 Sätze setze ich jetzt mal als Ziel. Hier unten wird sich das zusammenrechnen. Wir nehmen für die großen Muskelgruppen jeweils 3 Sätze pro Übung. Das machen wir hier bei allen. Und bei den kleinen, weil wir die nur noch auspowern müssen, ihr erinnert euch, wir haben die Schultern schon eigentlich drin, wir haben den Bizeps schon drin und wir haben den Trizeps schon drin, machen wir nur noch 2 Sätze und die sollen es in sich haben. Lasst ordentlich den Muskel brennen. Und ihr seht, zum Schluss kommen wir auf, tada, 24. Das machen wir jetzt für alle gleich. Und fertig ist euer Plan. So einfach, in Anführungsstrichen ist es, so komplex können die Gedanken dahinter sein. Ihr könnt gerne mal versuchen, diesen Plan nachzutrainieren. Oder macht euren eigenen Plan mit eigenen Lieblingsübungen oder mit den Übungen, die für euch zur Verfügung stehen. So, das sind meine Gedanken dazu, so würde ich es angehen. Fragen dazu, schreibt es in die Kommentare. Wie würdet ihr den gestalten? Was haltet ihr von diesem Plan? Und natürlich, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit einem Zweier-Split oder was man noch machen kann, wie die Trainingspausen aussehen, gerne alles in die Kommentare. Der Zweier-Split ist das nächste Video, das auch folgen wird zur Trainingsplangestaltung. Da gucken wir mal, wie man einen Push-Pull oder Oberkörper-Unterkörper-Plan macht und wie ich diesen planen würde. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr solcher Informationsvideos haben wollt, Daumen hoch, wenn ihr nichts verpassen wollt. Abonnieren kann ich euch nur empfehlen, es kommen eine ganze Menge Videos in nächster Zeit. Ansonsten bin ich jetzt raus. Macht's gut, euer Gotti, bis bald.